Willkommen zum Talk Between the Towers, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Talk Between the Towers. Ich bin Dennis und ich freue mich heute hier mit Sarah zu sein. Sarah, schön, dass du heute wieder dabei bist. Dennis, ich freue mich auch. Ich freue mich sehr auf das Thema und auf unseren Gast. Ja, wir sprechen heute über ein sehr aktuelles und auch überaus relevantes Thema. Anfang des Jahres haben wir es ja wieder erlebt. Die Natur hat zugeschlagen, vor allem in Norddeutschland, Hochwasser. Einige Haushalte waren betroffen, auch Infrastruktur und Unternehmen. Und wir dachten uns, das ist doch mal ein Thema, worüber wir sprechen können, weil wie werden denn eigentlich solche Natur- oder Klimarisiken versichert? Und also Sarah und ich sind da natürlich nicht die Experten, deshalb haben wir uns heute wieder einen Experten ins virtuelle Studio geholt. Und ich bin wirklich gleich auf die Vorstellung auch sehr gespannt, weil wir haben heute Sönke Kreff von der United Nations University zu Gast. Und ich muss sagen, ich habe zum ersten Mal von der United Nations University gehört. Aber bevor ich da mehr zu erzähle, herzlich willkommen Sönke, schön, dass du dabei bist. Ja, hallo auch von meiner Seite. Bevor sich Sönke gleich vorstellt, nochmal kurz die Erinnerung an alle Zuhörerinnen. Folgt gerne unserem Podcast und lasst uns eine Bewertung da, wo auch immer ihr hört. Und dann freuen wir uns auf viele weitere Folgen mit euch. Ja, Sönke, schön, dass du dabei bist. Magst du dich einmal kurz vorstellen, was du machst und was eigentlich die United Nations University ist? Ja, klaro. Also ich bin Geschäftsführer der Munich Climate Insurance Initiative, MCI. Und das dauert alles ein bisschen länger jetzt. MCI ist ein Non-Profit-Think-Tank, der sich mit diesem Thema Versicherung und Klimawandel auseinandersetzt. Er wurde vor fast 20 Jahren gegründet von Mitgliedern aus dem Versicherungswesen, aus der Zivilgesellschaft, von Experten, weil es da eine Diskussion gab in der internationalen Klimarahmenkonvention zum Thema Versicherung. Und da gab es verschiedene Workshops und verschiedene Meetings dazu. Und dann kam da eine Gruppe von Leuten zusammen, die haben gesagt, okay, es sollte auch eine Organisation geben, die wirklich technisch an diesem Thema dranbleibt und daran weiterarbeitet. Diese Organisation ist MCI, wurde dann gegründet und wurde direkt mit dem Projektbüro als Teil der UN-Universität integriert. Die UN-Universität ist der Think Tank des UN-Systems mit verschiedenen Instituten weltweit. Am Standort Bonn ist das Institut für Umwelt und menschliche Sicherheit. Und hier wird zu verschiedenen Themen der Risikoforschung geforscht oder Anpassung an den Klimawandel. Auch Klimamigration ist ein Thema. Und wir sind halt jetzt ein Teil der verschiedenen Abteilungen bei der UN-Universität und schauen uns dann das Thema Versicherung, Klimawandel, finanzielle Absicherung gegen Klimawandelrisiken und verwandte Themen an. Wir haben insgesamt, ich sage mal, drei Felder, in denen wir unterwegs sind. Das eine ist internationale Politik. Wir arbeiten zum Beispiel mit Finanzministerien zusammen von betroffenen Ländern. Wir arbeiten bei der Klimarahmenkonvention, bei den Klimagipfeln sind wir immer stark vertreten. Wir arbeiten auch mit Ländern vor Ort zusammen in der Ausgestaltung von nationalen Strategien zum Beispiel. Das ist ein Bereich. Zweiter Bereich ist, dass wir uns wirklich auf die Modellierung fokussieren. Da geht es dann darum, auch zu nutzen, was besondere Methoden sind, die zum Beispiel die Rückversicherungsindustrie anwendet oder die Versicherungsindustrie insgesamt anwendet, aber diese eben nicht für die Versicherungsindustrie, sondern halt auch für, ich sag mal, öffentliche Nutzer bereitzustellen und auch mit einem Public Good Charakter. Das ist ein ganz spannendes Feld und gerade auch in Entwicklungsländern, wo auch die Datenlage oft nicht so gut ist, haben wir verschiedenste Projekte. Und der dritte Bereich ist, dass wir wirklich vor Ort, und vor Ort heißt dann in dem Fall vor allen Dingen in Entwicklungsländern, entsprechende Märkte aufbauen, damit Produkte für betroffene Personen zur Verfügung stehen. Da haben wir verschiedene Initiativen, gerade besonders aktiv in der Karibik und im Pazifik, also in kleinen Inselstaaten, die von zum Beispiel Wirbelstürmen und der erhöhten Gefahr von Wirbelstürmen betroffen sind. Also nur kurz als Hintergrund, was wir machen. Wir sind aber auch natürlich an den Diskussionen dran, wenn jetzt was zum Beispiel wie 2021 im Ahrtal passiert ist, eine große Flutkatastrophe passiert ist, wie man hier auch entsprechend das Versicherungswesen reformieren kann, damit es auch zukunftsfest bleibt.
Ja, danke dir für die kurze Vorstellung. Ich glaube, du hast da jetzt schon einige Themen angesprochen, die sehr, sehr interessant sind. Insofern würde ich sagen, legen wir jetzt direkt inhaltlich los. Und als du gerade das Ahrtal 2021 angesprochen hast, habe ich bei mir gedacht, ich glaube, wir sind mittlerweile auch an einem Punkt, wo man sich gar nicht allzu intensiv mit dem ganzen Thema auseinandersetzen muss, um zu begreifen, dass ziemlich viel in Bewegung ist, leider im negativen Sinne. Also wir schauen einer Zeit entgegen, in der wir aller Voraussicht nach deutlich mehr Hitzewellen haben werden. Stürme, Hagel, Starkregen, Überschwemmungen, das kriegen wir jetzt alles schon mit. Und das wird in der Tendenz in den kommenden Jahren ja mehr und mehr zunehmen. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass es den einen oder anderen auch interessiert, zu erfahren, was das konkret für Versicherungen bedeutet. Der ein oder andere, der hat jetzt vielleicht schon so Begriffe wie Elementarschadenversicherung im Kopf. Von daher, lass uns doch mal mit der Frage einsteigen und vielleicht kannst du uns einmal kurz erklären, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen aktuellen Versicherungsangeboten, die es gibt, wie beispielsweise der Elementarschadenversicherung und einer Klimarisikoversicherung? Ja, also ich meine, es gibt kein Copyright für eine Klimarisikoversicherung. Insgesamt in der Versicherung ist es, werden Produkte ja auch nicht patentiert. Was es halt heißt, ist, dass es Deckung anbietet für klimawandelbedingte Schäden. Das können zum Beispiel Überflutungen sein, das können, wie ich schon gesagt habe, tropische Wirbelstürme sein, Dürren sein. Es zeigt sich, dass so langfristige, sagen wir, Klimawandelprozesse schwer zu versichern sind. Also wenn zum Beispiel Meeresspiegelanstieg und dergleichen angeht, das ist nicht unbedingt mit einbezogen, aber eben halt diese Auswirkungen, die man direkt oder indirekt dem Klimawandel zuschreibt. Und dass man aber gleichzeitig halt auch sich überlegt, wie man mit den Problemen umgeht. Also A, dass man die besonders betroffenen Menschen erreichen muss, auch gerade im globalen Süden. Dass man zum Beispiel durch technische Innovation neue Produkte anbietet oder dass man auch über eine, ich sag mal, über eine Prämienunterstützung spricht, wenn es um eine drohende Nichtversicherbarkeit geht, oder dass man Innovationen hat im Zusammenspiel zwischen Regierungen im Bereich des globalen Südens, auch oft des humanitären Systems lokalen Versicherern zum Beispiel hier neue Partnerschaften anstrebt. Das ist alles Teil dieser Diskussion, aber es gibt nicht die Klimarisikoversicherung, sondern man spricht da tatsächlich wirklich von so einem Politikfeld, wo halt auch verschiedene Innovationen und Lösungen vorangetrieben werden. Und natürlich sind das auch in Teilen dann ähnliche Deckung wie die Elementarschadenversicherung bei uns, die in Deutschland so heißt, in anderen Ländern dann auch anders heißt. Aber wie gesagt, diese Überlegung, welche Rolle der Klimawandel spielt und wie geht man mit diesen Herausforderungen um, ist immer Teil von Klimarisikoversicherungen. Da vielleicht einmal kurz die Rückfrage. Was glaubst du, wo stehen wir da aktuell? Also ich habe das Gefühl, je nachdem, welchen Bereich wir uns anschauen, dass der Klimawandel auf der einen Seite sehr präsent ist, auf der anderen Seite in der tatsächlichen Umsetzung oder in den Schlussfolgerungen, die beispielsweise Versicherungen daraus ziehen, noch gar nicht so relevant ist. Hast du das Gefühl, dass Versicherer das schon auf dem Schirm haben und auch wirklich konkret überlegen und auf der Suche nach guten Lösungen und entsprechend auch Versicherungsangeboten sind oder steckt das alles noch in den Kinderschuhen? Ja, es ist immer eine Frage, von welcher Perspektive man das sieht, ob das Glas halb voll ist oder halb leer. Also ich denke schon, dass es eine zunehmende Bereitschaft gibt in der Versicherungsindustrie, aber auch bei Entscheidungsträgern über das Thema nachzudenken, wenn ich das jetzt sehr global sehe. Und zum Beispiel auch letztes Jahr ist das Thema Nichtversicherbarkeit durchaus auch durch die internationalen Medien gegangen. Bereich zum Beispiel USA, war die Frage Versicherbarkeit von Waldbränden und dergleichen. Also solche Sachen sind durchaus da. Die Frage ist halt nur, reichen die Initiativen, die im Moment angestoßen werden, reichen diese Initiativen aus, um den Herausforderungen des Klimawandels zu begegnen? Und da sprechen wir ja auch von den jetzigen Herausforderungen, aber auch von den zukünftigen Herausforderungen. Und auch die Frage, wie das aussieht mit zukünftigen Schäden und Verlusten durch den Klimawandel, einfach weil es im Moment nicht ausreichend Klimaschutz gibt. Und ich denke, da ist noch sehr viel zu machen und da muss auch gerade die Versicherungsindustrie deutlich machen, was auch die Grenzen sind, weil also es gab auch diverse, ich sag mal, Zitate auch in den vergangenen Wochen und Monaten. Man sich das nicht vorstellen kann, dass jetzt eine von der Klimakrise durchschüttelte Welt auf Dauer versicherbar ist. Also, dass man diesem Runaway Climate Change hinterher versichert, kann ich mir nicht vorstellen. Tatsächlich aber konkret in den Ländern
die finanzielle Absicherung auszubauen. Das ist durchaus was, was machbar ist, und das ist auch was, was in Deutschland weiter diskutiert werden muss. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt, oder du hast ja jetzt schon viele Sachen angesprochen, aber ich glaube, und ich hatte, bevor ich mich mit dem Thema befasst habe, auch nicht so die Ahnung, wovon wir eigentlich sprechen. Und unseren Podcast hören sicherlich viele zahlengetriebene Menschen. Kannst du uns mal ein Gefühl davon geben, welche Schäden heute schon verursacht werden durch Naturkatastrophen dergleichen und wie viele davon eigentlich Deutschland, vielleicht auch Europa, vielleicht auch weltweit versichert sind und wie viele nicht? Ja, klar. Also erstmal möchte ich sagen, dass das Wort Naturkatastrophen gerade auch in der Risikoforschung nicht gerne gesehen ist, weil man dann so das Gefühl hat, okay, das ist Gott gegeben und man kann nichts dagegen tun. Das ist, wenn man sich das anschaut, natürlich nicht der Fall. Ich kann das gleich auch nochmal weiter aufsplitten, aber gerade die Frage der Prävention, das spielt ganz groß, und auch die Frage der Vulnerabilität von zum Beispiel Infrastruktur, aber auch Gesellschaften ist was, was man durchaus ändern kann. Also deswegen dieses Wort Naturkatastrophen, ich weiß, die Versicherungsindustrie nutzt es deutlich. Das Wort Naturkatastrophen muss man auch kritisch hinterfragen. Aber zu den Fragen der finanziellen Schäden. Also insgesamt die Versicherungsindustrie, gerade die Rückversicherungsindustrie, sammelt zum Beispiel die Informationen global, wie viel Schäden es gibt. Ich glaube, die Munich Re hat es, ich glaube, erst vor 2 Wochen herausgegeben, wie die Zahlen für 2023 aussehen. Und man sieht, ungefähr 250 Milliarden US-Dollar kann man direkt diesen Schäden zuordnen. Und die meisten davon sind auch wetterbedingte Schäden. Also da sprechen wir von Überflutungen, von Wirbelstürmen, von Dürren, von zum Beispiel Gewitter, Hagelereignissen und dergleichen. Und im absoluten Maßstab sind diese Schäden, kommen die auch gerade aus dem Bereich Nordamerika, Europa, der industrialisierten Welt. Wobei, wenn man sich das anschaut, was es relativ bedeutet, also im Vergleich zu den Volkswirtschaften, merkt man, dass gerade Schwellenländer, aber vor allen Dingen auch die kleinen Länder, also kleine Inselstaaten, relativ am stärksten betroffen sind, gerade von so großen Einzelereignissen. Und wenn man sich das Ganze dann noch auf die, ich sag mal, menschlichen Schäden, also zum Beispiel Todesopfer oder Verletzte anguckt, dann sieht man, dass hier gerade Entwicklungsländer und die am wenigsten entwickelten Länder am stärksten betroffen sind. So, das sind die, ich sag mal, die generellen Muster. Dieser Trend zu mehr finanziellen Schäden, der wächst auch an in den vergangenen Jahren. Das hat verschiedene Faktoren. Ein Faktor ist, dass insgesamt die Werte ansteigen. Und natürlich auch, wenn zum Beispiel Inflation gerade ein Thema ist, dann steigt das nochmal besonders stark an. Also das ist die Exponierung. Das ist ein großer Treiber. Anderer Treiber sind die Schadensereignisse selber, also wie stark diese Ereignisse sind. Da kann man durchaus auch sehen, dass der Klimawandel in einzelnen Bereichen da schon zuschlägt und dass halt auch die Intensität der Ereignisse zunimmt. Und der letzte Punkt, das hatte ich eben schon angesprochen, ist, was man ändern kann, ist die Vulnerabilität oder auch die Resilienz. Hier zeigt sich zum Glück, dass weltweit, ich sag mal, Todesopfer weniger werden durch solche Ereignisse, einfach weil Gesellschaften hier besser werden, Risikoprävention und Minimierung hinzubekommen. Es gibt dazu aber auch leider immer wieder Ausnahmen, muss man auch klar sagen. Aber ich sage mal, im großen Trend ist das so. Aber wenn es darum geht, zum Beispiel Infrastruktur oder auch ökonomische Schäden zu minimieren, ist das mitnichten der Fall. Also da sind, ich sag mal, würde ich sagen, wachsen die Vulnerabilitäten weltweit. Und das ist, glaube ich, im Endeffekt da, wo wir gerade sind und was auch zeigt, dass das Thema auch in Zukunft wichtig ist und dass man hier neu denken muss. Ach so, die Frage war, wie viel auch in Deutschland betroffen ist. Es gibt unterschiedliche Zahlen. Man kann das auch nicht ganz direkt sagen, weil es oft ja auch Folgeschäden gibt. Also zum Beispiel eine unterbrochene Lieferkette bedeutet durchaus auch Folgeschäden für andere Marktakteure. Das ist schwierig, das genau zu beziffern. Belastbare Zahlen kommen wieder aus der Versicherungswirtschaft. Ich sage, im Durchschnitt sind es ungefähr 4,5 Milliarden vielleicht für Deutschland. Aber es gibt immer mal wieder Jahre mit starken, ich sag mal, Einzelschäden. Zum Beispiel, also die Ahrtal-Katastrophe
Da sprechen wir dann von 40 Milliarden und von 12 Milliarden versicherte Schäden. Also durchaus diese Ausreißer gibt es auch immer wieder, gerade wenn es auf die großen Überflutungsereignisse ankommt. Und ich glaube, das ist so grob das Bild. Deutschland ist also durchaus auch ein betroffenes Land und auch ein Klimawandel betroffenes Land. Ich stelle mir gerade die Frage, weil du hast das vorhin, als du erklärt hast, was man unter Klimarisikoversicherung verstehen kann. Wie attribuiert man denn jetzt ein Ereignis wie zum Beispiel das im Ahrtal oder die Hochwassergeschehnisse in Süddeutschland Anfang des Jahres, dass das dem Klimawandel zugrunde liegen ist? Weil man hört ja dann auch oft im allgemeinen Konsens ja oder im Diskurs, ja, das ist halt alle Jahre wieder gibt's Hochwasser, das ist jetzt halt ein Ereignis, was jetzt eintritt, wie attribuiert man denn das dann wirklich zum Klimawandel oder wie würde das in einer Versicherung attribuiert werden? Ich glaube, die Versicherung wird das nicht unbedingt machen, aber es gibt durchaus auch Forschungsgruppen, die sich mit dieser Fragestellung beschäftigen. Also es gibt ein globales, das heißt Weather Attribution Project, das ist angegliedert an der Universität Oxford. Und die schauen sich tatsächlich so Einzelereignisse an und machen dann Abschätzungen, wie der Klimawandel mögliche Wahrscheinlichkeiten verschoben hat. Und gerade für auch das Ahrtal-Hochwasser hatten sie damals so ein Statement herausgegeben. Das wird dann entsprechend modelliert, dass durch den Klimawandel ein entsprechendes Ereignis wahrscheinlicher geworden ist, um einen bestimmten Faktor. Und so sieht es halt auch aus. Also der Klimawandel verschiebt die Wahrscheinlichkeiten, macht ein seltenes Ereignis häufiger. Und das muss man entsprechend dann halt auch in die Versicherungsprämien mit einpreisen. Und es bedeutet halt, dass insgesamt diese Kosten höher werden. Aber es reflektiert oder es gibt halt auch dadurch den Status quo wieder, dass es halt einfach eine größere Belastung wird für uns als Gesellschaft, aber dann vor allen Dingen auch für die entsprechenden Personen. Und diese Funktion, dass die Versicherung Risiko bepreisen kann, ist eigentlich wichtig, auch um entsprechende Signale zu senden und entsprechende Signale an zum Beispiel die Vorbeugung zu senden, ist diese Preissetzung sehr wichtig und auch was man aktiv auch unterstützen muss. Auch wenn das dann wiederum man dann natürlich auch mit Härten umgehen muss und schauen muss, wie man da wie man da den Übergang herstellen kann. Aber trotzdem, also eine Risikobepreisung ist ein wichtiges Signal. Risikobepreisung und die Wahrscheinlichkeiten sind natürlich auch für die Versicherungen selbst sehr relevant. Und vielleicht gehen wir da einen Schritt noch zurück, weil also das Geschäftsmodell für Versicherungen, und ich sage das jetzt sehr laienhaft und sehr einfach, besteht ja darin, etwas zu versichern. Und sowohl der Versicherte als auch die Versicherung hofft eigentlich, dass der Schaden nicht eintritt, weil dann muss die Versicherung nicht die Summen auszahlen, sage ich jetzt überspitzt formuliert. Wenn man jetzt aber, und wenn ich das mal weitergedacht habe, dann würde ich eigentlich denken, okay, wenn jetzt durch Klimawandel und das Risiko für derartige Schäden größer wird, dann müsste eigentlich ja die Versicherungsbranche auch ein Interesse daran haben, dass derartige Schäden runtergehen. Oder das Zweite ist, das hast du gerade ja schon gesagt, die Policen steigen so stark in die Höhe, dass wahrscheinlich viele Leute sich zweimal überlegen, hole ich mir überhaupt sowas? Und ich meine, in Deutschland ist das ja jetzt noch relativ einfach. Da ist das dann eine Entscheidung, ja, okay, hole ich mir das oder hole ich es mir nicht. Aber in vielen Entwicklungsländern, und ich glaube, da ist ja auch euer Forschungsschwerpunkt, da ist das wahrscheinlich keine Entscheidung, die getroffen werden kann. Wie wirkt sich denn das Ganze jetzt auf das Geschäftsmodell der Versicherer nativ aus? Ja, also die Versicherungsindustrie ist natürlich betroffen. Also es ist gar keine Frage, und zwar auf beiden Seiten ihres Geschäftsmodells. Einmal in der Versicherung selber. Und da muss man sagen, mit ihrer Kapazität muss die Versicherungsindustrie oder das Versicherungswesen halt auch ein relevantes Risikomanagement-Tool für die Gesellschaft sein, bleiben oder werden und da entsprechende Produkte anbieten, die auch attraktiv sind und die halt auch wirklich dem Risikotransfer-Need oder Bedürfnis entsprechen. Auf der anderen Seite sind sie halt aber nicht nur in ihrer Versicherung betroffen und auch zum Beispiel in der Kalkulation des Risikos, sondern sie sind natürlich auch in ihrem Asset Management betroffen. Also Versicherer sind einer der größten Investoren weltweit und müssen da halt auch dafür sorgen, dass zum Beispiel durch Investitionen zum Beispiel klimaneutrale Geschäftsmodelle umgesetzt werden und es da, ich sag mal, auf der Seite auch ein kohärentes Bild abgibt. Und das ist auch immer, also es gibt da viele Initiativen, auch gerade in der Versicherungsindustrie. Wir sind auch im
sag mal, freundlichen Austausch mit einigen. Wir schauen natürlich mehr nur so wirklich auf Versicherungsprodukte, aber da passiert einiges, aber da kann auch noch mehr passieren. Ich sag mal, auf beiden Seiten. Insgesamt würde ich sagen, ist, ich sag mal, der Anreiz der Versicherungsindustrie ist durchaus mit den gesellschaftlichen Anreiz gleichzusetzen. Also beide haben Interesse daran, dass möglichst wenig Schäden entstehen und Risiken versicherbar bleiben. Die Frage ist nur, wie man das machen kann. Ich denke mal, es ist auch gerade in Deutschland eine Frage, was ist die Rolle des Individuums, der Privatperson, des Privathaushalts und was ist die Rolle des Staates? Weil wir natürlich auch gesehen haben, dass, wenn was passiert ist, dann oft es staatliche Hilfe gibt, die dann im Einzelfall wirklich auch durchaus begründbar ist und vielleicht notwendig ist, die aber auch dazu führen kann, dass Eigenvorsorge nicht in dem Bereich gemacht wird, was möglich ist. Und wenn wir schauen, was die Versicherungsdurchdringung in Deutschland ist, dann ist sie unterdurchschnittlich im internationalen Vergleich in den für Elementarschäden. Sie liegt ungefähr, ich sag mal, bei der Hälfte der Gebäude in Deutschland, die so einen erweiterten Elementarschadensschutz haben. Und das bedeutet dann, dass in und gerade zum Beispiel auch im Ahrtal, da waren auch viele der Gebäude waren in einer der niedrigsten Schadensstufen eingestuft. Also versicherungsmathematisch musste man das danach anpassen, aber da wäre ein Versicherungsschutz eigentlich relativ günstig gewesen und trotzdem haben viele Personen das nicht gemacht. Da gibt es verschiedenste Gründe, warum das so ist. Aber das ist auf jeden Fall was, wo man ran muss. Und man kann natürlich jetzt auch nicht immer wieder sozusagen, ich sag mal, aus der öffentlichen Hand diese nicht vorhandene individuelle Risikovorsorge unterstützen, wenn man sich vorstellt, dass jetzt immer und immer wieder solche Ereignisse passieren, sondern da braucht es eigentlich eine institutionelle Lösung. Die gibt es in vielen Ländern oder viele Länder sind da auch dran. Also ich sag mal, Pflichtversicherungssysteme zum Beispiel oder obligatorische Deckungseinschlüsse oder auch andere Sachen. Da werden verschiedenste Dinge diskutiert. In Deutschland wird auch diskutiert, gerade nach der Ahrtal-Katastrophe, wobei man auch sagen muss, oder ich befürchte so ein bisschen, dass da das Momentum teilweise auch verloren geht. Und dann hat man wieder die Diskussion, wenn das nächste Ereignis in entweder dieses Jahr oder in einigen Jahren zuschlägt, was man da machen kann. Aber wie gesagt, da gibt es weltweit durchaus Beispiele, wie man das organisieren kann, mit Teilnahme der Versicherungsindustrie, mit einem Blick, dass auch Prävention gestärkt werden kann und vor dem Hintergrund, dass halt möglichst viele Haushalte oder möglichst möglichst hoher Teil der Infrastruktur dann unter finanziellen Schutz kommt. Ich würde da gerne noch mal ein bisschen stärker in die Tiefe gehen. Vielleicht fragt sich jetzt auch der ein oder andere, der uns gerade zuhört, oje, vielleicht sollte ich mich jetzt doch auch mal als Privatperson mit dem Thema Klimarisikoversicherung auseinandersetzen. Du hast es jetzt an der einen oder anderen Stelle auch schon angesprochen. Würdest du sagen, dass es ein Thema ist, mit dem man sich auch als Privatperson auseinandersetzen muss? Also ist das eine Art der Versicherung, die ich perspektivisch brauche oder vielleicht auch jetzt schon abschließen sollte? Oder siehst du das eher auf einer höheren Ebene? Vielleicht kannst du auch noch mal so ein bisschen Gefühl dafür geben, für welche Bereiche oder auch Branchen, gerade wenn wir jetzt auf der übergeordneten Ebene unterwegs sind, das ganz besonders relevant ist. Ja, auf jeden Fall. Auf einer persönlichen Ebene muss man sich mit dem Thema auseinandersetzen. Es ist auch tatsächlich so, dass viele Leute denken, sie haben einen entsprechenden Versicherungsschutz, aber wenn man dann wirklich nachschaut, dann ist das gar nicht so. Also da gibt es eine Illusion, eine Versicherungsillusion, die teilweise, ich glaube, mit bis zu 15% der Versicherungsnehmer beziffert wird. Also das ist durchaus ein Thema, was total relevant ist. Die Frage ist nur, ob insgesamt Maßnahmen, ich sage mal, auf individueller Ebene da ausreichen werden. Es gab in den vergangenen Jahren durchaus auch schon Kampagnen, um die Freiwilligversicherung hochzuschrauben. Wie gesagt, die Frage ist, sind die Maßnahmen da ausreichend? Es gibt auch die Möglichkeit, dass Versicherungsverträge, also die Gebäudeschutzversicherung, da ein explizites Opt-out passieren muss, also dass bei Neuversicherungsverträgen sich die Person wirklich damit auseinandersetzen muss und sagen muss, okay, ich möchte das nicht haben, was schon wieder dazu führt, dass auch die Versicherungsdichte hochsteigen kann. Die Frage ist dann, was macht man denn im Bestand? Weil ich ja gerade gesagt habe, es gibt da durchaus auch Versicherungsillusionen und sind wir mal ehrlich, viele, zwar sind Versicherungsverträge jährlich, aber oft laufen die durch und werden einfach verlängert und es sind oft auch Altverträge.
Und da gibt es unterschiedliche Modelle und da gibt es auch, glaube ich, gerade eine aktive Auseinandersetzung, sage ich mal, wie man das in Deutschland machen könnte. Ob zum Beispiel so eine Art Einheitsversicherung das richtige Modell ist, was aber dazu führt, dass es dann natürlich zwischen den Versicherungsnehmern zu einer Querfinanzierung kommt. Ob so ein Modell das richtige ist, ob es eine Pflichtversicherung gibt für solche Personen, was dann dazu führen würde, dass besonders betroffene Personen natürlich hohe Versicherungsbeiträge leisten oder dass bestimmte Gebiete nicht mehr versicherbar sind. Die Versicherungsindustrie sagt, das sind nur ein minimaler Bruchteil der Gebäude. Das müsste man sich dann genau anschauen, ja, ob man da mit Freibeträgen und dergleichen agieren kann. Es gibt Modelle, also ein Modell, was immer genannt wird, ist das Schweizer Modell, was ich auch ganz interessant finde, wo es einen Pool gibt aus öffentlichen Versicherern, Privatversicherern und was solidarisch organisiert ist zwischen allen Schweizern und verschiedene Schadensereignisse abdeckt, auch nur bis zu einem gewissen Betrag. Also dass es halt nicht dazu führt, dass, weil es halt ein solidarisches Modell ist, dass jetzt einzelne über Gebühr davon profitieren. Und dass es auch so organisiert ist, dass diese öffentlichen Versicherer dann aber auch Teil der zum Beispiel Beteiligung in öffentlichen in der öffentlichen Raumplanung wird oder in der Bauordnung und in der Ausweisung von Baugebieten und dergleichen. Also dass es auch insgesamt zu einer strukturellen Risikoprävention führt, was, glaube ich, ein bisschen auch ein Problem ist. Also wir können das Thema nicht nur aus einer Versicherungsperspektive und der reinen Versicherung betrachten, sondern wir müssen auch immer schauen, gerade weil halt Schadensintensität mit hoher Wahrscheinlichkeit ansteigt, was können wir tun, um die Prävention zu stärken? Und das ist ein interessantes Modell und sicherlich auch was, was man zum Beispiel in Deutschland überlegen muss, damit es nicht immer nur so ein, oh, wir haben das große Ereignis und dann haben wir wieder die Überraschung und auch die großen finanziellen Auswirkungen für die öffentlichen Haushalte. Aber es kommt nicht zu einer strukturellen Risikominderung. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt ja schon über Privatpersonen gesprochen und ich glaube, da kann sich jeder gut reinversetzen. Aber es gibt ja auch genug andere Bereiche, Branchen, für die derartige Risiken relevant sind. Kannst du da mal auf ein paar eingehen? Also wenn ich jetzt selbst drüber nachdenke, könnte ich mir denken, dass bestimmt Landwirtschaft ist sehr betroffen davon. Wahrscheinlich auch Infrastruktur, Gleise, Straßen. Also was gibt es im Unternehmenskontext noch für Bereiche, die für derartige Versicherungen in Frage kommen oder sowas eigentlich auf jeden Fall bräuchten? Ja, sicherlich. Also es ist klar, dass zum Beispiel Landwirtschaft ein hohes Risiko trägt, dass es dann auch dementsprechend spezialisierte Versicherungsprodukte für die Landwirtschaft geben muss. Das muss im größeren Rahmen auch abgesteckt sein, weil die Risiken teilweise sehr hoch sind, dass das Ganze trotzdem bezahlbar bleibt, aber wird dann zum Beispiel auch verknüpft mit der Unterstützung für die Landwirtschaft. Also solche Produkte sind definitiv notwendig, auch bei uns, wenn ich das global betrachte, vielleicht noch viel mehr. Gerade auch, ich sag mal, sogenannte Mikroprodukte, ist auch was, wo wir aktiv dran arbeiten, einfach damit die landwirtschaftliche Produktion da auch das entsprechende Risiko rausgenommen werden kann. Und man auch zum Beispiel dadurch, dass man halt einen Versicherungsschutz genießt, auch, ich sag mal, produktivere Anbaumethoden nutzen kann, durch ein besseres Risikomanagement dann halt auch entsprechend, ich sag mal, zu ja mehr landwirtschaftlichen Ertrag hat. Also das ist ein Thema, was global gesehen total wichtig ist. Auch das Thema Infrastruktur und öffentliche Infrastruktur ist relevant. Da muss man auf den Einzelfall schauen, gerade auch global. Dort, wo, ich sag mal, der Wiederaufbau teilweise nicht nahtlos erfolgen kann, ist es durchaus auch zu überlegen, können wichtige Infrastruktur, die auch möglichst schnell wieder aufgebaut werden muss, kann diese auch versichert sein, sodass halt schnell eine Auszahlung passiert und man schnell diesen Aufbau betreiben kann. Ansonsten für den öffentlichen Sektor ist sicherlich auch gerade jetzt in Deutschland bei der Größe von Deutschland und der Tiefe der Volkswirtschaft dann durchaus auch sowas wie eine Selbstversicherung eher die Frage. Da würde man die Risiken nicht an private Versicherungen auslagern. Aber trotzdem, es gibt definitiv da auch Nischenprodukte, die da notwendig sind. Es gibt auch Versicherungen, also eine Sache, die international diskutiert wird, ist auch Versicherungen für Ökosysteme. Auch mit einem ähnlichen Hintergrund, dass sich halt gezeigt hat, dass wenn zum Beispiel Ökosysteme, in dem Fall zum Beispiel Korallenriffe, von einem Wirbelsturm betroffen sind, man aber möglichst schnell
das Korallenriff wieder aufbaut, neue Korallen ansiedelt, wie gesagt, möglichst schnell, dass dann trotzdem diese Funktion des Korallenriffs und auch die Funktion, die Risiken für die Küste zu minimieren, dass man diese Funktion erhalten kann. Und das heißt, da gibt es jetzt auch spezialisierte Anbieter, die darum Versicherungsprodukte strukturieren, damit halt so eine schnelle Auszahlung, damit so eine schnelle Wiederbesiedlung dieser Korallenriffe erfolgen kann. Einfach als eine Idee, wie dieses, wie so ein Produkt oder eine Produktinnovation auch vor Ort aussehen kann. Insgesamt sind auch viele dieser Produkte, die man da gestaltet, die verzichten auf eine klassische Schadensabwicklung. Also dass da ein Schadensabwickler kommt und schaut, okay, wie groß ist der Schaden und dann die Versicherungsauszahlung passiert, sondern sind sogenannte parametrische Produkte, wo man zum Beispiel einen Index hat, der einem anzeigt, okay, hier gab es ein entsprechend intensives Ereignis mit einem wahrscheinlichen Schaden und dann auf Basis dieses Index oder auf Basis dieser Schadensmodellierung dann eine Auszahlung macht. Und das kann dann teilweise sehr schnell passieren, teilweise innerhalb von weniger Tage, und man muss nicht irgendwie mehrere Monate warten und hat dann halt gerade diese schnelle Auszahlung. Das hat allerdings auch Probleme, weil man sich natürlich nicht hundertprozentig darauf verlassen kann. Also das und diese Art von parametrischen Produkte trotzdem durch ihre Schnelligkeit sind relevant, gerade wenn es ums Thema Klimarisikoversicherung geht. Ich hatte, als wir uns hier auf dem Podcast vorbereitet haben, einen ganz schönen Satz gelesen. Und zwar stand in einem der Artikel, die wir uns angeschaut haben, dass am Ende des Tages der Weg zum Ziel doch die Prävention ist. Also klar, wir brauchen Versicherungen, die im Fall der Fälle absichern, aber am Ende ist es die Prävention, die Schäden dann wirklich verhindern kann oder eben auch die Summe, die dann am Ende des Tages daraus resultiert, mindert. Und dann kam, wir planen, bauen und sanieren in Deutschland leider immer noch so, als ob es den Klimawandel und Extremwetterereignisse nicht gäbe. Das hat mir so ein bisschen das Gefühl gegeben, wir haben auf der einen Seite ganz, ganz viel Potenzial. Also wir können mit präventiven Maßnahmen und mit einem Umdenken am Ende des Tages ganz, ganz viel bewegen. Auf der anderen Seite, und da haben wir vorhin schon einmal ganz kurz drüber gesprochen, passiert das an ganz vielen Stellen noch nicht. Wie würdest du das Ganze denn einordnen? Was sagst du zum Thema Prävention, gerade jetzt auch in Kombination mit neuen Versicherungsangeboten? Also sind vielleicht im Worst Case Versicherungsangebote auch ein Hämmer dafür umzudenken? Und wie werden Präventionsmaßnahmen vielleicht auch heute schon in Versicherungsmodellen beachtet? Ja, also das ist sicherlich eine richtige Aussage, dass als erstes die Prävention gestärkt werden muss, eine Risikominimierung passieren muss. Und ich denke auch, die Einschätzung, dass da nicht genügend passiert, auch gerade in Deutschland, ist sicherlich richtig. Das ist auch global ein Phänomen, aber auch gerade in Deutschland mit seinen Besonderheiten. Und das startet in der, ich sag mal, in der Raumplanung. Es ist aber nicht nur ein gesellschaftlicher Auftrag, sondern das ist auch ein individueller Auftrag. Also ich selber habe auch geholfen, direkt im Ahrtal, als die Katastrophe passiert ist, musste dann sehen, wie zum Beispiel die Öltanks im Keller aufgebaut waren und dergleichen, was natürlich zu enormen Schäden führt, was vermeidbar ist oder einfach und vermeidbar ist. Also beide Ebenen als Gesellschaft müssen wir Prävention voranbringen, aber auch auf individueller Ebene. Und hier hat auch die Versicherungsindustrie eine wichtige Rolle zu spielen. Das Erste ist überhaupt schon das Risiko zu kennen. Damit beginnt es ja eigentlich. Und da ist auch wirklich die Versicherungsindustrie, ich denke mal, von ihrem Geschäftsmodell sehr am Interesse der Gesamtgesellschaft gelegen, dass man das tatsächliche Risiko weiß, dass man zum Beispiel entsprechende Überflutungsflächen ausweist, dass es vielleicht auch sowas gibt wie so ein Check. Also es gibt das ja, sagen wir mal, bei der Heizung und beim Energieverbrauch des Hauses, dass es so ein Check gibt. Warum sollte es das nicht auch geben für Risikoprävention von einem Haus, wenn wir jetzt von einem Haus sprechen? Also über solche Modelle kann man sicherlich, glaube ich, nachdenken. Insgesamt ist auch die Information teilweise sehr verteilt in Deutschland. Es ist gar nicht so einfach, sich das zusammenzusuchen. Und es gibt nicht sozusagen den einen Ort, wo man das einsehen kann. Das ist sicherlich vielleicht auch eine Notwendigkeit, die sich jetzt ergibt. Und dann ist es halt auch wirklich
angebracht, dass in den Versicherungsprodukten selber die Risikoprävention auch eine Rolle spielt. Da muss man natürlich auch unterscheiden. Versicherer möchten natürlich auch möglichst standardisierte Produkte anbieten und können dies auch schon über die entsprechende, wenn ich bei Überschwemmungen denke, über die entsprechende Ausweisung der Überschwemmungsflächen oder Überschwemmungszonierung. Trotzdem ist es aber wichtig, dass zum Beispiel auch auf individueller Ebene gesagt wird, okay, die Versicherungspolice enthält verschiedene Pflichten zur Risikominimierung. Also das ist so ein anderer Teil. Und vielleicht aber auch Anreize. Ja? Also wenn verschiedene Verhalten passieren, dann ist zum Beispiel ist das entsprechende Versicherungsprämie niedriger oder dergleichen. Ein anderer Teil ist auch, wenn tatsächlich ein Schaden passiert, das war was aus unseren Forschungsarbeiten herausgekommen ist, dann ist es oft so, dass teilweise der Ursprungszustand wiederhergestellt werden muss. Wo wir aber hin müssen, ist ein sogenanntes Build Back Better, also dass man auch durch das Schadensereignis lernt und hinterher halt nicht genauso wieder aufbaut, wie es vorher passiert ist. Das ist einmal, ich sag mal, auf Ebene der Stadt oder der Region wichtig. Das ist aber auch auf individueller Ebene wichtig. Und da die entsprechenden Möglichkeiten zu haben, halt auch in der Schadensregulierung, ist, glaube ich, auch ein wichtiges Thema. Und ich glaube, da verhalten sich auch die Versicherer unterschiedlich, was sozusagen möglich ist. Aber das Ideal, was ich sehe, ist das sogenannte Build Back Better. Das ist halt entsprechend damit eingebunden. Ich glaube, das ist auch noch ein Bereich. Und der letzte Bereich ist, dahinter steht eigentlich eine Frage, wie wir als Gesellschaft auch ein bisschen die Kosten des Klimawandels verteilen. Im Moment ist es sicherlich so, dass wir dann oft durch die öffentliche Hand nachschießen in Deutschland und das Ganze aber auch nicht irgendwie in einer Art und Weise machen, dass man Vorbeugung macht oder sondern dass dies immer erst danach passiert. Und obwohl man schon mit entsprechenden Produkten auch eine Art Vorsorge betreiben kann. Und da braucht es einfach auch einen Dialog und einen Diskurs, wie man damit umgeht. Also möchte man das in der Zukunft immer weiter haben, wo auch solche gesellschaftlichen Fragen sich stellen? Oder macht man da ein entsprechendes Solidaritätsangebot? Oder schiebt man das in die individuelle Vorsorge? Ich denke, das sollte man tun. Das ist eine ehrliche Debatte, die da fehlt und die man da machen muss. Wir hatten damals in der Arbeit auch vorgeschlagen, dass es dafür so eine extra Kommission geben sollte, die vielleicht auch mit Vertretern von möglicherweise betroffenen Regionen besetzt ist, einfach damit so eine Diskussion vor den Ereignissen stattfinden kann und nicht so, wie es jetzt ist, wo es so ein Mischmasch ist aus individueller Vorsorge, aber manche tun es nicht, obwohl sie es könnten und dann halt großen Schäden, die dann passieren und dann teilweise auch großen Belastungen für die öffentliche Haushalte und für zukünftige Generationen. Also das vielleicht so als mein letzter Punkt. Und ich weiß, ich bin in einem Podcast mit einer Bank ist es auch nicht nur, dass es eine Frage der Versicherung ist, sondern das sind auch verschiedene, auch Finanzakteure, die sich mit diesem Thema beschäftigen müssen. Also zum Beispiel, wie man in den Investitionen und in der Finanzierung mit dem Thema Risiko durch Klimawandel umgeht, wie man das entsprechend bepreist, welche Bedingungen man da setzt, ist sicherlich auch eine Frage, sodass die Gesellschaften insgesamt resilienter werden. Also ich nehme mit, bevor der Schadensfall eintritt, müssen wir schon dafür sorgen, dass auch Privatpersonen mehr beteiligt werden. Dann natürlich die ganze Finanzszene muss schon mehr dafür sorgen, dass das Geld und das Kapital in die richtigen Bahnen gelenkt wird. Dann natürlich der dritte Punkt, dass schon in den Versicherungsleistungen der Präventionsgrad berücksichtigt wird. Und wenn der Fall dann doch eintreten sollte, dass man den Grundsatz Build Back Better folgt, also dass man nicht nur den Status quo herstellt, sondern schon einen Status wieder einnimmt, der womöglich auch besser sich auf etwaige Risiken vorbereitet und nicht wieder das Gleiche passiert, weil das, was schon eingetreten ist. Ja, sehr spannend. Mal gucken, wie viel davon in den nächsten Jahren wirklich umgesetzt wird. Nun, Sönke, haben wir dich ja teilweise auch, also nicht in deinem Schokoladenfeld befragt, weil eigentlich ist es ja euch ja eher um der internationale Blick, der im Vorrang steht oder der im Mittelpunkt steht. Und jetzt auch letztes Jahr und wahrscheinlich dieses Jahr auch auf der COP wieder in der Diskussion war ja auch das ganze Thema, wie eigentlich Versicherungen zwischen reicheren und ärmeren Ländern stattfinden. Welche Fragen werden dargestellt? Was sind da so Diskussionspunkte, die wichtig sind? Und wie könnte das in Wirklichkeit dann mal aussehen, dass reiche Länder Klimaschäden da versichern?
Wie sieht das aktuell eigentlich in derartigen Ländern aus? Kannst du uns da mal einen Einblick geben? Ja, also es sind natürlich auch verschiedene Debatten, die da eine Rolle spielen. Ganz grundsätzlich ist da die Frage auch der Verantwortung, gerade auch für so, ich sag mal, zusätzliche Schäden, die durch den Klimawandel auftreten und wie diese Verantwortung auch verteilt werden kann. Und ich hatte ja auch schon zu Beginn gesagt, dass auch die Frage der Versicherbarkeit da, dass man sich die anschauen muss, dass es da über Kofinanzierungsmodelle zum Beispiel geht oder auch, dass Prämienunterstützung gewährt wird. Gleichzeitig kann dies aber auch nicht mit der Gießkanne passieren und die Anreize müssen richtig gesetzt werden. Das sind also wirklich technische Diskussionen, die da auch vor Ort jeweils passieren. Konkrete Innovationen, die es auch in dem Bereich gibt, sind zum Beispiel Versicherungen für Länder. Ein Beispiel ist in der Karibik. Das ist auf Englisch sagt man ein Mutual Insurer, also ein Versicherungsverein auf Gemeinsamkeit. Der gehört den Ländern selber, also eine Versicherung, die gehört den Ländern selber und die bezahlt schnell an die Länder, wenn karibische Länder von Wirbelstürmen und auch Erdbeben und Vulkanausbrüchen betroffen sind. Einfach, weil sich gezeigt hat, dass es für diese Länder enorm schwer ist, möglichst schnell Liquidität zu bekommen, sondern das braucht sehr viel Zeit, bis das internationale System anläuft. Und dieser Versicherer, der den Ländern auch selber gehört, wo auch mögliche Gewinne dann an die Länder zurückfließen, dieser Versicherer zahlt dann sehr schnell mit parametrischen Modellen aus. Und das ist halt ein so ein Beispiel, wie es aussehen kann. Und Industrieländer sind dann halt gefragt, zum Beispiel entsprechend Versicherungsprämien der Länder mitzufinanzieren oder aber auch diesen Versicherungspool zu kapitalisieren oder dergleichen. Also so kann es konkret aussehen. Es gibt da verschiedene Modelle. In Afrika gibt es einen ähnlichen Versicherungspool mit Akteuren aus dem humanitären System. Also dass darum geht in der Dürre, wo man schon weiß, die Dürre passiert jetzt gerade. Aber der Schaden an den Menschen, an der Landwirtschaft braucht vielleicht eine Saison oder ein Jahr. Also man kann das sehr gut in den Modellen fassen, aber man kriegt einfach nicht die auf internationaler Ebene die Medienbilder generiert, die es braucht, damit es entsprechende Solidarität gibt. Und das kann halt dann wirklich eine objektive Versicherung, Versicherungsmechanismus machen. Also so sieht das auch aus. Es ist ein funktionierendes System. Wir haben ein ähnliches System im Pazifik. Also so, ich sag mal, ein Beispiel auf Staaten. Die andere Frage ist aber auch, was heißt das fürs Individuum? Oft in den Ländern selber ist die Versicherungsindustrie noch nicht sehr gut entwickelt. Also da stellt sich dann auch die Frage, auch gerade für Finanzministerium, die auch oft den Supervisor für die Versicherungsindustrie bei sich mit drin haben, die Frage, wie kann man dann eine entsprechende Marktentwicklung machen, damit wir überhaupt die Akteure haben, die sowas vorantreiben können. Also da ist wirklich Marktentwicklung total wichtiges Thema. Da ist dann auch eine Frage, was sind die Daten, die da sind? Kann man diesen Daten zur Verfügung stellen und so mögliche Versicherungsprodukte auch günstiger machen? Das ist ein anderes Beispiel. Denn eine Frage ist, wie kriegt man das verbunden zum Beispiel mit einer, das nennt man auf Englisch Financial Inclusion, also dass man zum Beispiel Mikrokredite mit Mikroversicherungen verknüpft, dass man auch über sogenannte Aggregatoren arbeitet, also dass man mit zum Beispiel Kooperativen zusammenarbeitet, die ein Versicherungsprodukt nachfragen, dann den Vorteil des Versicherungsproduktes an ihre Mitglieder weitergeben und so entsprechend auch einen finanziellen Schutz darstellen. Da stellen sich dann Fragen, wie kann man ein Versicherungsprodukt zum Beispiel vorfinanzieren, weil man erst am Ende des Jahres das Geld durch die Ernte bekommt, aber man braucht die Absicherung durch das Versicherungsprodukt durch das Jahr. Also solche Fragen stellen sich da und natürlich auch, was sind die Auszahlparameter und dergleichen. Und das ist eine relevante Debatte, denn es ist eine Frage, wie reguliert man das Ganze? Was braucht man dafür? Also nicht nur die Daten, sondern welche Art von Regulation braucht man? Wie schafft man das, dass es auch einen entsprechenden Schutz des Verbrauchers gibt? Also es sind alles Fragen, die sich die Länder im Moment stellen, wo es dann auch entsprechende Gesuche und Hilfsangebote gibt und was jedes Land auch für sich selber überlegen muss. International, ich denke mal, gibt es immer mehr Momentum und jetzt auch gerade bei der letzten Klimakonferenz wurde da ein internationaler Fonds für geschaffen, der wahrscheinlich dafür auch Geld bereitstellen wird. Das muss man jetzt noch alles weiter sehen, aber da ist auf jeden Fall auch eine erhöhte Aufmerksamkeit. Aber wie gesagt, wird das reichen für alle Risiken und wir müssen halt auch immer das Thema Prävention mitdenken. Das braucht auch gewaltige Finanzströme und ist teilweise auch ein öffentliches Gut, was die Länder selber nicht werden finanzieren können.
Auf jeden Fall ein wahnsinnig komplexes Thema. Ich habe das Gefühl, wir könnten uns hier noch Stunden unterhalten. Ich finde es super interessant und ich hoffe, dass diejenigen, die uns gerade zuhören, jetzt auch ein bisschen besseres Verständnis dafür haben, was da eigentlich alles drunter fällt und was für Themen da momentan auch aktuell sind. Ich kann mir vorstellen, wenn wir uns in einem halben Jahr, in einem Jahr nochmal zusammensetzen, dass die Lage dann schon wieder ganz anders aussieht. Also von dem, was du jetzt hier gerade beschrieben hast, scheint da ja insgesamt auch sehr, sehr viel Bewegung drin zu sein, was ja auch gut ist. Nichtsdestotrotz würde ich, glaube ich, so langsam zu unserer letzten Frage kommen, Dennis, es sei denn, du hast noch eine Frage an den Sönke, die du gern noch loswerden möchtest. Nee, für den Moment nicht. Ja, ich fand es bis dahin auch spannend, auch wenn ich das Gefühl habe, dass wir nur so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt haben, habe ich das Gefühl, dass das ganze Thema unfassbar komplex ist, was es da für verschiedene Datenfaktoren zu berücksichtigen gibt, um ansatzweise die ganzen Risiken zu modellieren und zu berücksichtigen. Also ja, sehr imposante Aufgabe, die da vor uns, vor Versichern, vor allen liegt. Dem kann ich jetzt gar nichts mehr hinzufügen. Insofern würde ich sagen, Sönke, du darfst es natürlich auch unsere allerletzte Podcast-Frage beantworten. Das ist bei uns so ein bisschen Tradition, die kriegt jeder gestellt und ich bin auf deine Antwort gespannt. Und zwar würde uns interessieren, welchen Gast oder welches Thema du dir mal bei uns im Podcast wünschen würdest. Ja, ich habe dir natürlich in der Vorbereitung gesehen, die Frage. Ich denke, es wäre sicherlich nett, im Podcast, ich weiß nicht, ob das möglich ist, weil es ja auch ein deutscher Podcast ist, aber sicherlich auch Personen, mit denen wir zusammenarbeiten, die vor Ort vom Klimawandel betroffen sind und ganz andere Perspektiven haben, gerade auch im Pazifik, dass diese Personen vielleicht mal zu Wort kommen können und auch in diesem Zusammenspiel zwischen, sag mal, Financial Inclusion, wo es um das Thema Bankenprodukte gibt, Mikrokredite, und was man konkret machen kann. Also da haben wir einige Akteure und das könnte ich mir vorstellen, dass das ein interessantes Thema wäre und nochmal eine interessante Perspektive auch um dieses oft abstrakte Problem des Klimawandels, was gar nicht so abstrakt ist, aber für viele dann doch abstrakt, weil man merkt, es ist ein Dauerproblem, aber man kann sich dann doch nicht unbedingt damit direkt identifizieren. Dass man dem auch ein bisschen Einhalt gebietet und da neue Perspektiven bekommt. Also das wäre mein Vorschlag. Ich habe da auch Namen und kann ich natürlich auch dem Team des Podcasts zur Verfügung stellen. Die nehmen wir gerne. Ich finde, was du gesagt hast, ganz, ganz wichtig. Ich glaube, dass ein ganz, ganz großes Thema für viele ist, dass der Klimawandel an sich eben sehr abstrakt ist. Und das wird, wie wir es auch jetzt im Laufe der letzten Minuten angesprochen haben, immer mal wieder konkret, beispielsweise dann mit Katastrophen wie im Ahrtal. Ich glaube aber, dass das dann auch sehr schnell wieder aus der Öffentlichkeit verschwindet. Und ja, dann hat man das in seinem Alltag eben nur immer mal wieder. Und ich glaube, je konkreter wir das machen und je häufiger wir darüber sprechen und je mehr Perspektiven wir da auch zu Wort kommen lassen, desto mehr können wir alle auch begreifen, was da eigentlich dahinter steht und wie wichtig das ist, auch ja, ins Umdenken und auch ins konkrete Handeln zu kommen. Da kann ich jetzt für meinen Teil nicht mehr so viel hinzufügen. Ich bin auch gespannt, ob es Leute gibt, die auf den Podcast reagieren und sagen, nee, das im Ahrtal, das war hat gar nichts mit Klimawandel zu tun. Das war einfach ein Ereignis, was immer auftritt. Aber das werden wir wahrscheinlich im Nachgang erst sehen. Für den Moment kann ich sagen, und ich habe es gerade ja schon ein bisschen zusammengefasst, dass ja, ich einiges mitnehme, obwohl ich, wie gesagt, nur das Gefühl habe, dass wir so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt haben. Deshalb an dieser Stelle, Sönke, nochmal vielen Dank, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast. Hat Spaß gemacht. Danke auch von meiner Seite, dass ihr mich reingelassen habt und bis bald. Und auch an die Zuschauer, bis bald. Lasst uns, wie gesagt, gerne eine Bewertung da und folgt uns und dann habt ihr die nächste Folge wieder in 2 Wochen im Podcast. Und dann, Sarah, sage ich, bis dann, hat Spaß gemacht und ich hoffe, du hast auch einiges gelernt. Das habe ich, kann ich mich nur anschließen. Ich hoffe, ihr auch und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Macht's gut. Tschüss.